Tour de France-Zuschauern ist er ein fester Begriff. Der Col du Tourmalet, mitten in den Pyrenäen gelegen. Mit einer Höhe von 2115 Metern über dem Meer ist er der höchste asphaltierte Pass des Gebirges zwischen Frankreich und Spanien. Der Übergang liegt direkt am Eingang in den französischen Nationalpark Pyrenäen. Befahrbar ist die Straße jedoch nur in den Sommermonaten. Im Winter ist der Col du Tourmalet den Skifahrern vorbehalten, die von Barège oder La Mongie aus den Pass per Seilbahn erklimmen. La Mongie ist auch der Ausgangspunkt der Seilbahn auf den Pic du Midi de Bigorre. Seines Zeichens mit 2877 Metern über dem Meer, der höchste Pyrenäengipfel, der per Seilbahn erreichbar ist. Dass der Pic du Midi heute eines der bedeutendsten Touristenziele der Pyrenäen ist, ist einem ganz bestimmten Umstand zu verdanken. Schon früh kristallisiert sich der Pic du Midi als idealer Standort für ein Observatorium heraus. Der Gipfel ist zu Fuß relativ leicht zu erreichen, der Blick wird nicht durch umliegende Berge eingeschränkt und mit einer einsamen Lage im Hochgebirge ist er weit von jeglicher Lichtverschmutzung der umliegenden Dörfer und Städte entfernt. Bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts finden auf dem Gipfel erste astronomische Beobachtungen einer Sonnenfinsternis statt. Nach dem Bau einer provisorischen Wetterstation kann 1882 schließlich das Observatorium eröffnet werden. In den folgenden Jahrzehnten kommen zahlreiche technische Erweiterungen hinzu. So dienen die installierten Teleskope in der Folge dem Kartieren von Sonnen und Planeten, später auch der Erforschung kosmischer Strahlung. Wegweisend für das Leben im Observatorium sind 1949 die Schaffung einer Elektrizitätsversorgung und 1952 die Einweihung einer Luftseilbahn bis auf den Gipfel. Die kleine Anlage stellt eine ganzjährig nutzbare und zeitgemäße Verbindung ins Tal sicher. 1963 erhält der Gipfel sein markantestes Wahrzeichen, der Sendemast, dessen Silhouette auch noch aus weiter Entfernung sichtbar ist. Immer wieder wird der Betrieb des Observatoriums jedoch durch die Kriege in Europa beeinträchtigt und aus finanziellen Gründen in Frage gestellt. Ende 1998 ist das französische Forschungsministerium nicht mehr bereit, die Kosten für den Betrieb alleine zu tragen. Ein Konsortium bestehend aus den umliegenden Gemeinden, dem Département Hautes-Pyrénées und der Region Midi-Pyrénées, kann die Schließung jedoch abwenden. Durch groß angelegte Investitionen kann der Pic du Midi zu einem Touristenmagnet ausgebaut werden, der sich in der Folge selbstständig tragen kann. Teil der neuen Infrastruktur sind zwei Sektionen Luftseilbahn, die von La Mongie über Le Taulet den Gipfel erschließen. Konstrukteur der Bahnen ist die Schweizer Firma Garaventa. Im Frühsommer des Jahres 2000 wird als erstes die zweite Sektion von Le Taulet zum Gipfel eröffnet. Sie ersetzt auf gleicher Trasse den Vorgänger von Ablevage und ist dementsprechend ähnlich spektakulär. Ohne an Höhe zu gewinnen, überfährt die Bahn zunächst einen tiefen Taleinschnitt, bevor die Seile langsam in Richtung Pic du Midi ansteigen. Auf dem Weg dorthin schwebt sie ohne Stütze über einen Grat, auf dem die Vorgängeranlage noch eine Stütze besaß. Die Überreste sind noch deutlich sichtbar. Die einzige Stütze besitzt die heutige Anlage kurz vor der Bergstation. Aus Platzgründen ist die Seilspur in der Station sehr klein. Aus diesem Grund konnte die Stütze vor der Station nicht in konventioneller Bauweise erstellt werden, sondern ist als Portalstütze ausgeführt. Indirekt ersetzte die heutige Anlage auch noch eine zweite Seilbahn aus dem Jahre 1962. Die kurze stützenlose Bahn stellte eine Verbindung zwischen der Gebirgsstraße zu den Lacay-Seen und dem Gipfel sicher. Dort findet sich heute ein Museum, das die Geschichte des Observatoriums und der astronomischen Beobachtungen anhand zahlreicher Exponate erläutert. Außen reicht der Blick bei klarer Sicht von den hohen Pyrenäengipfeln bis zum Leuchtturm von Biarritz an der Atlantikküste und dem Massif Central. Der Neubau der ersten Sektion erfolgt schließlich 2001. Die deutlich sanftere Trassierung ermöglicht den Einsatz zweier konventioneller Stützen im Bereich der Streckenmitte. Mit 1,8 Kilometern ist die erste Sektion deutlich kürzer als die 2,6 Kilometer lange zweite Teilstrecke, überwindet aber mit gut 550 Metern nahezu die gleiche Höhendifferenz. Obwohl die Seilbahn übrigens mitten im Skigebiet von La Mongie startet, ist sie nicht Teil des eigentlichen Pistenareals. Die Anlage kann jedoch im Winter von Skitourengängern genutzt werden, sodass auch eine Variantenabfahrt vom Pic du Midi möglich ist.